In diesem kleinen Film zeige ich, wie man mit Hilfe von zwei Punkten eine Geradengleichung im dreidimensionalen Raum aufstellt. Geradengleichungen aufstellen ist eines der wichtigsten Dinge in der Vektorrechnung. Da kommt man nie dran vorbei. Es gibt kaum eine komplexe Aufgabe in der Klausur oder sowas, wo man das nicht machen muss. Das Gute ist aber, dass das total einfach ist. Das sind eigentlich easy Punkte. Also, zwei Punkte reichen, um eine Gerade aufzustellen. Mit zwei Punkten ist eine Gerade genau bestimmt. Also wenn das hier Punkt A ist und das ist Punkt B, dann kann man eine Gerade durch diese beiden Punkte zeichnen. Sieht dann folgendermaßen aus. Geradengleichungen haben immer folgende Form, nämlich irgendein Vektor plus ein Buchstaben mal einen anderen Vektor. Das erste hier ist der Stützvektor. Das ist der Ortsvektor zu irgendeinem Punkt auf der Geraden. Das zweite ist der Richtungsvektor, der sagt uns, wohin die Gerade zeigt. Das ist so wie bei den linearen Funktionen, wie man sie noch aus der Mittelstufe kennt. Um eine Gerade dort zu zeichnen, braucht man einen Punkt und eine Steigung. In diesem Fall ist es auch so. Wir haben einen Punkt oder einen Ortsvektor und ja, eine Steigung im dreidimensionalen Raum ist also eine Richtung. Dann gibt es noch den Parameter, in diesem Fall das t. Für t kann man jede beliebige Zahl einsetzen und man kommt dadurch zu jedem Punkt, der auf dieser Geraden existiert. Jetzt gucken wir mal auf die erste Aufgabe. Wir haben die Punkte A und B gegeben. Wir können uns jetzt einen Punkt aussuchen und den als Stützvektor nehmen. Es ist völlig egal, ob man jetzt den Punkt A oder den Punkt B nimmt. Ich nehme jetzt einfach mal den Ortsvektor zu Punkt A. Das wäre 1, 2, 4. 1, 2, 4 plus t mal. Und jetzt brauchen wir einen Richtungsvektor. Für den Richtungsvektor müssen wir den Vektor zwischen den Punkten A und B bestimmen. Sozusagen dieser Vektor. Dafür würden wir rechnen b minus a. Wir können auch sagen a minus b, dann würde der Pfeil in diese Richtung zeigen. Auch okay. Also Vektor ab wäre 207 minus 124. Kommt raus 1, minus 2 und 3. Das heißt, wir haben unseren Richtungsvektor 1, minus 2, 3. Das war's. Fehlt noch ein Gleichheitszeichen. So, jetzt soll noch eine zweite Gleichung aufgestellt werden für die gleiche Gerade. Es gibt unendlich viele Gleichungen für jede Gerade. Nehmen wir einfach mal den anderen Punkt als Stützvektor. Wäre 207 plus t mal, und jetzt von mir aus den gleichen Richtungsvektor, 1, minus 2, 3. Gleiche Gerade. So, zweite Aufgabe, genau das Gleiche. Wir können uns jetzt wieder irgendeinen Punkt aussuchen und den als Stützvektor nehmen. Nehmen wir Punkt A. Minus 3, 2, minus 1. Ich schreibe das in Rot. Minus 3, 2, minus 1. Und jetzt müssen wir den Richtungsvektor bestimmen. Also rechnen wir b minus a. B ist 1, 1, minus 4. Minus a. A ist minus 3, 2 und minus 1. Kommt raus, 1 minus minus 3 ist 4. 1 minus 2 ist minus 1. Und minus 4 minus minus 1 ist minus 3. Also haben wir als einen möglichen Richtungsvektor 4 minus 1 minus 3. Minus 3. So, jetzt für die zweite Gleichung nehmen wir von mir aus den anderen Punkt als Stützvektor 1, 1, minus 4. Und beim Richtungsvektor kann man auch einfach ein Vielfaches davon nehmen. Man könnte zum Beispiel für dieses t 2 einsetzen. Dann würde da stehen nicht 4, sondern 8 minus 2 minus 6. Ist immer noch die gleiche Richtung, ist halt doppelt so lang. Nehmen wir das mal. 8 minus 2 und minus 6. Und damit ist die Aufgabe gelöst.